Hallo miteinander zum letzten Slot von heute Abend. Ihr seid in einem Workshop, wo es um Partizipationsformen im Bereich Bauen geht. Und mit mir sind Antonia und Lars, die sich jetzt gleich selber vorstellen werden und euch ins Thema einführen werden. Ja, danke Simon für die Einleitung. Herzlich willkommen zum letzten Workshop für heute. Wir möchten gerne mit euch ein bisschen diskutieren über neue Online-Partizipationsplattformen, die kommen immer mehr in die Schweiz und was eigentlich dann die richtigen Schritte dazu sind, um diese auch für die Zivilgesellschaft zugänglich und attraktiv zu machen. Und es ist ein bisschen so ein Aushandlungsprozess, den wir heute gerne anschauen würden. Wir machen das an ganz konkreten Beispielen. Antonia und ich kommen vom Verein Urban Equip und wir haben jetzt im letzten halben Jahr ausgiebig eigentlich mal solche Online-Partizipationsplattform getestet und wir haben gedacht, dass wir in einem dreistufigen Ablauf diesen Workshop gestalten. Zuerst kurz, was wir eigentlich erfahren möchten und erarbeiten möchten in diesem Workshop. Dann ein kleiner Input, was wir bereits gemacht haben. Uns interessiert es dann natürlich, ob das, was wir gemacht haben, eigentlich in eine richtige Richtung geht und sind da sehr gespannt auf euer Feedback und auf eure Inputs. Und vielleicht kommen euch noch Punkte in den Sinn, die wir gar noch nie bedacht haben. Und da werden wir natürlich sehr gespannt von euch zu hören. Und das machen wir dann eigentlich am Schluss in einer Feedback- und Diskussionsrunde. Wir haben eigentlich zwei Ziele. Ein Ziel ganz konkret für heute Abend. Da geht es eigentlich darum, wie wir die Zivilgesellschaft in dieser neuen Form von Partizipation und in dieser Online-Partizipation positionieren. Und wie bereits erwähnt, eben, wir möchten euch eigentlich ganz konkret die Open-Source-Plattform DCDIM vorstellen. Auch damit der eine oder andere von euch dann vielleicht auch mit dieser Plattform irgendein Projekt umsetzen kann oder weiterführen kann oder daran mitarbeiten kann, das werden wir dann noch sehen. Und mittelfristig ist es eigentlich das Ziel von uns, vom Verein Urban Equip, dass wir diese Online-Partizipationsplattform so weit wie möglich der Zivilgesellschaft zur Verfügung machen können und auch Hürden abbauen, dass sie möglichst einfach, kostenfrei oder ressourcengünstig umzusetzen und einsetzbar sind. Genau. Wir haben jetzt für heute Abend, auch jetzt während dem Input, das sind eigentlich die Leitfragen, die wir behandeln möchten. Es geht darum, eben wie bereits erwähnt, um herauszufinden, was die Chancen und Gefahren eigentlich von Online-Plattformen sind für die Zivilgesellschaften, aber auch was mögliche Chancen und Gefahren aus technischer Sicht und für die Institutionen, also für die Verwaltung oder auch für andere Institutionen wie die Forschung zum Beispiel wären. Und da werden wir, das sind eigentlich die Leitfragen, wo wir sehr gerne auf eure Inputs angewiesen werden. Es gibt da zwei Kanäle, die erwähne ich gleich, wo ihr eure Inputs einbringen könnt und wir werden dann in der Diskussionsrunde auch euch alle zuschalten und dann können wir eine relativ offene Diskussionsrunde gestalten. Eine weitere Frage auch, wenn wir sagen, ja, wir möchten eigentlich die Hürden abbauen und diese Online-Partizipationsplattform möglichst allen in der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellen, würde es uns auch interessieren, da haben wir das Gespür noch nicht wirklich dafür, ob da überhaupt ein Bedürfnis herrscht. Und ihr seid jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen verwirrt, um was es für eine Plattform geht, aber da kommen wir gleich dazu. Und wie ebenfalls bereits erwähnt, ob es dann eigentlich Inputs gibt oder Trends, Gedanken, die ihr habt, welche wir vielleicht uns noch nicht gestellt haben. Es gibt zwei Kommunikationskanäle. Wir haben hier ein Miro Board aufgeschaltet, wo ihr während dem Vortrag gleich eure Inputs zu den Leitfragen eingeben könnt. Alternativ, wenn ihr Miro nicht nutzen möchtet, könnt ihr das auch entweder in den öffentlichen Chat oder als Notiz hinzufügen oder einfach für euch aufschreiben und dann später in der Diskussionsrunde wieder einbringen. Gut. Vielleicht kurz, der Miro-Link ist auch in den geteilten Notizen. Genau. Bitte draufklicken.
Kannst du gleich weitermachen, wer wir eigentlich sind? Wer sind wir? Genau, eben wie gesagt, wir kommen vom Verein Urban Equip. Wir sind vielleicht nicht ganz einfach zu schubladisieren, aber wir beschreiben uns gerne mal eben als einen Zusammenschluss von Leuten aus diversen Disziplinen aus der Planung, also auch Urbanistik, Raumplanung, Architektur, aber auch sonstigen Leuten. Also ich komme zum Beispiel aus der Kulturanalyse. Wir haben Leute aus der Kommunikation und so weiter. Das sind eigentlich alle willkommen, die sich für im weitesten Sinne Raum- und stadtpolitische Themen interessieren. Und der Zweck unseres Vereins liegt darin, dass wir uns für zukunftsfähige Städte einsetzen wollen, und wir verstehen das zum Beispiel als oder auch ganz besonders als vielstimmige Städte. Was meinen wir damit? Eben, dass wir uns in verschiedenen Projekten immer wieder dafür einsetzen, dass, dass mehr Teilhabe in der Stadtentwicklung stattfinden kann. Sei das in kleinen Projekten von Zwischennutzungen oder auch in vermittelnden Formaten. Und in letzter Zeit eben vermehrt auch zusammen mit Gemeinden, wo wir euch nachher eben das besagte Projekt Quartieridee Wipkingen genau vorstellen werden. Wir sind als nicht gewinnorientierter Verein organisiert, und wir sind eigentlich auch aus quasi einem Zusammenschluss von also komplett ehrenamtlichen Vereinen entstanden. Sind momentan noch gefördert von Engagement Migro. Genau. Und wichtig für diesen Kontext heute, eben, wir sind keine IT-SpezialistInnen. Wir haben immer mehr mit solchen Plattformen zu tun, und deswegen arbeiten wir uns jetzt rein. Und Lars ist da auch schon quasi unser, zu einem kleinen IT-Nerd herangewachsen. Aber genau, also wir arbeiten da auch mit SpezialistInnen immer wieder zusammen. Und genau, Lars, du hast gesagt, du hast es geschrieben, wir sind keine Business-Modell-EnthusiastInnen. Also uns geht es nicht ums Geschäft. Und ich weiß nicht, was du damit genau sagen willst, aber genau, eben, wir sind nicht gewinnorientiert. Ja, es geht auch nicht darum, aus diesen Erkenntnissen einen Business Case zu erstellen. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Also wir kommen nicht hier und bewerben ein Produkt, sondern möchten wirklich gemeinsam mit euch eigentlich Grundlagen erarbeiten, wie eigentlich mit diesem Prozess fortgefahren wird, und auch dann vielleicht mit dem einen oder anderen von euch auch zusammen gestalten, je nachdem, wie das Interesse dann ist. Genau, danke vielmals. Dann kommen wir zum kleinen Kurzinput. Es geht ja, wie bereits erwähnt, um die Open-Source-Plattform Decidim. Decidim ist eine Plattform, die 2016 in Barcelona, also wird seit 2016 in Barcelona aufgebaut und ist eigentlich direkt entstanden als Reaktion, nein, nicht als Reaktion, aber als Folge von den Movimento 15M-Bewegungen. Das waren die Proteste, die eigentlich ganz Spanien und dann später auch noch Europa eigentlich erschüttert haben. Und die stärksten zwei Forderungen waren eigentlich ja eben Stärkung der direkteren Demokratie, weil sich das Volk eigentlich nicht mehr direkt repräsentiert fühlte, und eine Schwächung der ökonomischen Kräfte in der Politik. Daraus ist ja in Spanien auch die bekannte Podemos-Partei dann entstanden, und mit der Bürgermeisterin Colau in Barcelona kam dann eigentlich diese Online-Demokratisierungstool, wurde dann seither aufgebaut. Das Decidim ist 2016 in Barcelona in Einsatz, und seither wird es von einer sehr aktiven Community in über 200 Städten und auch NGOs und weiteren Organisationen mehr oder weniger weltweit eingesetzt. Ein bisschen zum technischen Teil. Eigentlich ist die Decidim-Plattform ist eine Ruby on Rails-Plattform, und sie besteht eigentlich aus unterschiedlichen Demokratisierungstools oder Online-Demokratisierungsinstrumente, Demokratieinstrumente. Das Wichtigste, und das ist auch das, was wir euch nachher noch vorstellen, weil wir das in der Schweiz eigentlich bereits gebraucht haben, das ist das Beteiligungsprozessmodul,
wo eigentlich Inputs gesammelt werden können, untereinander ausdiskutiert werden können und dann auch bewertet Abstimmungen durchgeführt werden können, Budgets verteilt werden können und so weiter. Dann gibt es auch Tools auf der Plattform, um selbstständige Organisation zu ermöglichen, zum Beispiel von Bürgerräten oder Echoräumen in Partizipationsprozesse, aber auch als eigenständige Websites von Akteuren der Zivilgesellschaft, zum Beispiel von Quartiervereinen. Da gibt es, das nennen sich wie Participatory Spaces. Und für die Schweiz vielleicht im Moment noch ein bisschen weniger relevant, auch die ganze, es gibt auch eine Schnittstelle, um Initiativsammlungen zu ermöglichen, verschiedene Konferenzen darauf durchzuführen und so weiter. Die Plattform ist extrem modular aufgebaut, sodass eigentlich jeder Beteiligungsprozess sehr individuell gestaltet und zusammengestellt werden kann. Und ersetzt auch aus dem Grund, weil er aus dieser Bewegung herauskommt, platziert einen sehr hohen Stellenwert in Themen wie Gleichberechtigung, auch Gleichberechtigung nicht nur von den Inputs, die reinkommen, aber auch Gleichberechtigung im Code, Transparenz, also wie funktioniert die Plattform und auch Nachvollziehbarkeit, also was passiert mit einer Idee, wie führt das weiter und wie wird das schlussendlich zu einer Umsetzung gebracht. Das ist immer alles sehr nachvollziehbar auf der Plattform. Und ein klarer Fokus ist eigentlich so, liegt auf der Selbstorganisation der Nutzenden. Das heißt auch, dass sie sich selbst untereinander sehr gut vernetzen können, gemeinsam Gruppen gründen können und dann auch wieder mit diesen Gruppen an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen können. Und so dann eigentlich die nachbarschaftliche Zusammenarbeit in den Quartieren stärken soll. Wir haben jetzt die Plattform getestet in Zürich und da wird jetzt Antonia noch etwas zur Quartieridee erzählen. Genau, wir denken, das ist ein gutes Anschauungsbeispiel. Also uns ist immer sehr wichtig, dass wir mit der Entstehungsgeschichte anfangen, weil das Ganze ist eigentlich als Grassroot-Initiative entstanden. Und zwar hat 2016 der Verein Next Zürich eine Diskussion lanciert, ob es eben möglich ist, auch in Zürich ein partizipatives Budget durchzuführen, wie das ja in anderen Städten international mittlerweile auch manchmal getan wird, auch teilweise mit relativ hohen Summen. Und der Verein hat eben die Diskussion lanciert und unterstützt, also und gleichzeitig 2018 hat sich in der Stadt Zürich etwas bewegt, und zwar ist dort ein Strategieschwerpunkt zur smarte Partizipation erproben erschienen, und gleichzeitig gab es auch ein Postulat im Gemeinderat zum einem Rahmenkredit zur Stärkung der Partizipation der Quartiere in der Stadtentwicklung. Das hat sich dann sehr gut quasi gegenseitig verstärkt, und die Vereine Next Zürich und eben Urban Equipe haben dann zusammen diese Idee weiter konkretisiert, dass ja eben gerade ein so partizipatives Budget in diese Bedürfnisse der Stadt Zürich eigentlich einpassen könnte. Und wir haben ein Konzept erarbeitet, wie das konkret in Zürich umgesetzt werden könnte, haben dann auch Unterstützung vom Quartierverein Wikingen erhalten, der eigentlich auch quasi dann das tatsächlich initiiert hat, dass wir im Quartier Wipkingen eben ein solches Pilotprojekt mal starten konnten, halt auf Quartiersebene. Und das resultierte darin, dass wir eben 2019 und jetzt bis am 13. Februar hat es geendet, haben wir, also seit Herbst 19 haben wir ein partizipatives Budget auf Quartiersebene in Wipkingen durchgeführt. Dazu erzähle ich euch ein bisschen, wie das so gelaufen ist. Die Ziele davon waren, eben mal zu testen, wie ein solches Budget auf Quartiersebene funktionieren kann. Die sind ja typischerweise sonst eher auf Stadtebene. Wir hatten dafür 40.000 Franken zu verteilen. Wir wollten testen, wie sich die Bevölkerung beteiligt, also überhaupt wie stark, ob das von Interesse ist, aber auch welche Arten von Unterstützung das
einzelne Personen oder Organisationen brauchen, um darin teilzunehmen? Also was sind auch die Bedingungen, sich da beteiligen zu können? Und drittens wollten wir auch, also interessierte uns auch, wie die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung geht in einem solchen Rahmen. Vielleicht genau. Müsstest du noch in zwei Sätzen sagen, was ein partizipatives Budget eigentlich ist. Ach so, ja, kann ich gerne. Genau, also die Idee ist, dass ein feststehendes Budget, sei das aus dem regulären Budget oder ein extra dafür aufgewendetes Budget, eben partizipativ verteilt wird, also dass die Bevölkerung eigentlich selber bestimmen kann, wie dieses Geld ausgegeben wird. Und dazu gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten, wie man einen solchen Prozess gestalten kann. Und gerade bei einer solchen komplexen Diskussion ist natürlich eine gute Online-Umgebung auch sehr wichtig. Genau. Und eben bei InWipKing war es jetzt wie so, wir haben 40.000 Franken für das Quartier zur Verfügung gehabt, die Hälfte davon von der Stadtentwicklung Zürich und die andere Hälfte von Stiftungen. Und das Quartier Wipkingen konnte selber Ideen eingeben für dieses Budget und am Schluss auch selber darüber abstimmen, welche Ideen jetzt gewinnen für dieses Budget. Genau. Also genau, der erste Schritt bestand darin, überhaupt mal die Ideen zu sammeln. Also wir sind auf das Quartier zugegangen, einerseits gezielt auf bereits organisierte AkteurInnen, aber auch auf die breite Bevölkerung. Und wir haben die Ideeneingabe so niederschwellig wie möglich gemacht. Das war eine bewusste Entscheidung, damit eben möglichst viele Leute mitmachen können in diesem ersten Schritt. Also eingeben mussten sie eigentlich nur einen Titel und konnten maximal 500 Zeichen eingeben. Sie durften ein Bild oder Dokument hochladen, aber mussten nicht. Und es haben eigentlich auch nicht so viele diese Funktion verwendet. Wir haben diese Ideensammlung mit einer starken Offline-Kommunikationskampagne begleitet, Plakaten und Flyern und mehreren Events im Quartier. Und so sind nach etwa 4-5 Wochen, glaube ich, war die Ideenphase offen, sind 99 Ideen in dieser Plattform eingetrudelt. Genau. Kannst du weiterschalten? Oder? Okay, danke. Der zweite Schritt war dann die Kategorisierung und Projektierung. Und zwar hatten wir dann diese 99 sehr teilweise vagen und wilden und unkonkreten oder konkreter sehr diversen Ideen. Und wir mussten überhaupt mal zuerst sortieren. Da sind wir mit der Stadtentwicklung Zürich zusammengesessen und haben mal zuerst unterschieden, welche Ideen betreffen eigentlich die Stadt. Also müsste die Stadt zum Beispiel Tiefbauamt oder Grünstadt Zürich oder Sportdepartement umsetzen. Und welche Ideen können die QuartierbewohnerInnen selber umsetzen? Und jetzt die Ideen, welche die Stadt betreffen, in deren Kompetenz sind, die Stadtentwicklung Zürich hat die in die entsprechenden Departemente der Stadtverwaltung weitergeleitet und dort Abklärungen getroffen. Und der Deal war, dass jede einzelne Idee eine konstruktive Antwort aus dem betreffenden Departement bekommt. Also so im Sinne von, warum ist das möglich oder warum ist es nicht möglich? Oder sind die Departemente vielleicht schon an einer ähnlichen Idee am Entwickeln? Und wo könnte man sich sonst noch hinwenden, wenn man jetzt diese Idee weiterverfolgen möchte? Das sind also die Ideen, die die Stadt betreffen. Die anderen Ideen, welche von den QuartierbewohnerInnen selber umgesetzt werden können, die haben wir dann zu Projekten ausgearbeitet. Und da haben wir viel Unterstützungsarbeit auch geleistet, weil die mussten eigentlich dann alle ein kleines Budget abgeben, ein kleines Konzept und vor allem natürlich mussten Personen gefunden werden, die diese Idee auch tatsächlich umsetzen möchten. Genau, und die Bedingungen für diese Projekte war wirklich auch möglichst offen.
formuliert. Wir sagten, sie sollen einen gemeinnützigen Charakter haben, also für das ganze Quartier irgendwie sinnvoll sein. Sie sollen unkommerziell sein und sie müssen natürlich in Wipkingen umgesetzt werden. Und damit, nach diesem Prozess sind wir dann zu 27 Projekten gekommen, die schlussendlich in die Abstimmung gekommen sind um dieses Budget. Also 27 Projekte, die von den BewohnerInnen selber umgesetzt werden möchten. Und anschließend fand dann die Voting-Phase statt, die auch etwa 3 Wochen offen war. Und wo quasi alle, wir haben das tatsächlich nicht kontrolliert, wer da mitmacht. Man musste einfach für die Registration eine Mailadresse und eine gültige Schweizer Handynummer angeben. Aber wir haben nicht unterschieden, ob die Abstimmenden in Wipkingen wohnen oder nicht. Genau. Und also es dürfen eigentlich alle unter den gegebenen Bedingungen mitmachen. Und der Witz an dieser Abstimmung war, dass man sich nicht nur für ein Projekt entscheiden konnte, sondern man musste eigentlich so wie sein Budget zusammenstellen aus mehreren Ideen. Also man musste mindestens 30.000 Franken sozusagen ausgeben. Das heißt, wenn man nur eigentlich für eine Idee stimmen wollte, die für 2.000 Franken kostet, musste man trotzdem noch bis zu den 30.000 Franken sein Budget auffüllen, das irgendwie sicherstellen soll, eben, dass man sich auch ein bisschen über dieses gesamte Budget Gedanken macht. Das ist natürlich dann ein bisschen ein komplexer Auswahlprozess, als wenn man nur auf eine Option klicken könnte, aber das ist auch sehr wichtig. Genau, und dann eben, wie gesagt, am 13. Februar endete diese Voting-Phase und gewonnen haben jetzt 8 Projekte. Die mit eben diesen total 40.000 Franken gefördert werden. Und abgestimmt haben ca. 1.000 TeilnehmerInnen. Und genau, ein paar erste Learnings können wir schon mal zusammenfassen. Es war sehr essentiell für den Prozess, dass wir eine Offline-Unterstützung während dem ganzen Prozess gegeben haben. Also sei es eben Budget zusammenstellen und überhaupt ein Konzept zu schreiben. Das Feedback aus dem Quartier war doch noch häufig eben, dass besonders die durch das Projekt ausgelöste soziale Vernetzung sehr geschätzt wurde und dass sogar einige Projekte eventuell auch ohne Förderung weiterverfolgt werden. Also auch Projekte, die jetzt quasi nicht gewonnen haben, dass die Leute trotzdem versuchen, diese noch weiterzubringen. Was auch ganz wichtig ist bezüglich Partizipation, eben es geht nicht nur darum, wer ein Projekt eingereicht hat oder wer abstimmt, sondern auch alle diese finanzierten Quartierprojekte sind jetzt offen für neue Interessierte, die mitmachen können. Und damit geht die Partizipation noch weiter, auch wenn das jetzt nicht mehr über die Plattform vielleicht sichtbar ist. Aber die Vernetzung geht eigentlich so noch weiter. Was wir nächstes Mal überlegen würden, zum Beispiel, ist, ob die Abstimmung in Form eines Wettbewerbs wirklich eine angemessene Form der Entscheidung ist, wenn es um ehrenamtliche Projekte geht, oder ob es da auch alternative Entscheidungswege gäbe. Und wir müssen teilweise auch noch an der Usability der Plattform weiterarbeiten. Genau, wir haben einen Blogartikel dazu geschrieben mit allen Details. Ja. Genau, und das ist eigentlich das erste Pilotprojekt, das wir durchgeführt haben. Gleichzeitig wissen wir auch, dass ganz viele schweizerische Städte und auch Kantone an dieser Plattform, an dieser DCDIM-Plattform dran sind und sich das selbst eine Beteiligungsplattform aufbauen möchten. Und da ist es natürlich ganz wichtig, man kennt es aus der Open-Source-Welt, dass nicht jede Stadt, dass man da Doppelspurigkeiten eigentlich möglichst vermeidet. Denn auch die DCDIM-Plattform, da gibt es doch einige Umsetzungen und konkrete Anpassungen, die man für die Schweiz spezifisch machen muss. Und für diese Umsetzungen ist es sehr relevant, dass wir eigentlich ein Gefäß schaffen, wo sich die verschiedenen Städte, auch Mitglieder aus der Forschung, aus der Praxis, aus der Zivilgesellschaft miteinander austauschen können. Und so haben wir jetzt im letzten Sommer eigentlich das Forum E-Partizipation Schweiz
gegründet, im Moment mit dem starken Fokus auf diese DCDIM-Entwicklungen. Es gibt natürlich auch andere Mitwirkungsplattformen, die auch in der Schweiz angeboten werden. Es gibt auch proprietäre Firmen, die spezifisch auch solche Plattformen bauen, aber wir sind eigentlich überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, dass wir mit dieser Open-Source-Entwicklung doch am schnellsten und am effizientesten vorankommen, wenn eben genau diese Koordination und Vernetzung sichergestellt ist. Die Vernetzung bedeutet nicht nur einen Austausch über Plattformentwicklungen, über technische Entwicklungen, sondern es geht dann auch sehr spezifisch darum, voneinander zu lernen bei den Umsetzungen, die verschiedenen Städte und Kantone durchführen und auch praktische Partizipationstipps untereinander austauschen können, sodass eigentlich nicht nur die Plattform verbessert wird, technischer Sicht, sondern die Partizipation auch im Generellen davon profitieren könnte. Und im Namen dieses Vereins haben wir dann eigentlich 5 Visionen für DCDIM zusammengetragen. Wir hätten es, oder für uns wäre es wünschenswert, wenn wir jetzt in dieser DCDIM-Plattform in der gesamten Schweiz oder halt mit einer schweizerischen Adaption der DCDIM-Plattform in partizipativen Prozessen zum Einsatz kommen. Das FÖPS, das ist das Forum E-Partizipation Schweiz, würde dann als Gefäß dienen, um diese UmsetzerInnen und EntwicklerInnen miteinander zu verknüpfen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, der insbesondere uns als Urban Equipe am Herzen liegt, ist, Open Source ist nach wie vor nicht gratis, heißt nicht gratis, weil der Aufwand, um sich dann trotzdem Instanzen zu installieren, ohne IT-Kenntnisse, also wenn wir jetzt gerade von zivilgesellschaftlicher AkteurInnen in der Stadtentwicklung sprechen, dann kostet das eigentlich immer noch sehr viel, das zum Laufen zu bringen. Und das möchten wir abbauen, sodass eigentlich ohne große Investitionen eine solche DCDIM-Instanz auch für kleinere Gemeinden und Personen, Vereine, Nachbarschafts-, Quartiervereine und so weiter zur Verfügung stellen würde. Dann auch ein großer Punkt war halt die Usability. Das ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn man dann mit der Nachvollziehbarkeit und der Transparenz ein bisschen übertreibt, dann wird es auch gleichzeitig ein bisschen unübersichtlicher. Und da müssen wir einen gescheiten Mittelweg finden, wie wir fahren können. Und dann halt auch so ein langfristiges Ziel, welches wir mit DCDIM erreichen möchten, ist, dass halt das Verständnis auch in der Verwaltung zum Beispiel für Open Source Software und gemeinsame Entwicklungen in den Verwaltungen gestärkt wird. Das sind eigentlich neue Wege der Beschaffung von IT-Dienstleistungen, denen sich die Städte eigentlich auch häufig noch gar nicht gewöhnt sind, weil es dann auch sehr schwierig ist zu budgetieren und dass vielleicht auch die ganze Open Source Community und Open Data Community ein bisschen von diesen DCDIM-Entwicklungen profitieren kann. Für uns ist es aber sehr wichtig, dass diese Visionen, dass der Fokus halt nicht nur auf der technischen Entwicklung ist, und wir haben eigentlich 4 Grundsätze. Der erste hat Antonio bereits angesprochen in Wipkingen. Für uns geht Online-Partizipation nicht, ohne dass physische Anknüpfungspunkte im Quartier geschaffen werden. Es geht um unseren eigenen Lebensraum und dieser der muss auch eingebunden werden in solche Partizipationsprozesse. Wir verstehen Digitalisierung auch nicht als Selbstzweck. Also wir wollen nicht jetzt einfach diese Partizipationsformate digitalisieren, weil es einfach möglich ist, sondern weil es hilft, zum Beispiel größere Zielgruppen und zeitunabhängigere Partizipation zu ermöglichen. Und in diesem Kontext sehen wir eigentlich Online-Partizipation nicht als, also wir sehen es als Erweiterung, aber nicht als Ersatz bestehender politischer Instrumente. Und dann auch ganz wichtig, wenn es dann auch in den Kontext geht, wenn Arealentwickler zum Beispiel diese Plattform austesten möchten, dass wir verhindern möchten, dass eine Scheinpartizipation betrieben wird, sondern dass auch immer bei den Prozessen eigentlich konkrete Umsetzungsversprechen und ein transparentes, also prozessoffenes Vorgehen versprochen wird und auch umgesetzt wird, wo dann halt auch die Partizipation eigentlich oder die reale Mitentscheidungsmöglichkeiten auch gewährleistet sind. So,
Das ging jetzt fast ein bisschen länger als erwartet, aber wir haben noch eine Viertelstunde und würden jetzt eigentlich sehr gerne von euch hören oder euch auch mal noch sehen. Und vielleicht können wir auch gleich auf diese Leitfragen zurückkommen. Gibt es Fragen? Wir müssen nachher auch noch kurz ins Miro-Board schauen, ob es da bereits Punkte gibt. Ich hätte mal angefangen, vielleicht einfach mit normalen Fragen zum Vortrag oder zu unserem Prozess. Und danke euch schon mal fürs Zuhören, fürs Aushalten eine halbe Stunde, obwohl euch ein Workshop versprochen wurde. Wir können ja dann vielleicht einfach ein bisschen in die Länge ziehen. Ja? Fragen? Im Chat sehe ich noch keine Frage. Ihr könnt doch auch einfach ungeniert per Mikrofon melden. Also wenn sich niemand getraut, dann muss ja jemand das Eis brechen. Ihr wart bisher auf Stumm geschaltet, jetzt könnt ihr das Mikrofon und eure Kamera einschalten, um so in Bild und mit Ton euch zu beteiligen. Ihr könnt auch den Chat benutzen. Ich habe jetzt das erste Mal von dieser Plattform gehört und habe 2014/15 gab es in Bern im Prinzip die Bürgerpartizipation, aber in analog. Im Osten von Bern wird das Quartier von einer Autobahn durchtrennt und diese Autobahn wird in den kommenden Jahren untertunnelt oder respektive die Autobahn verschwindet im Boden. Und da wurde so eine Umfrage gemacht mit Sitzkreisen, wie man dann, was man aus dieser Fläche machen muss. Und das war noch ganz, ganz spannend und interessant. Da gab es von Kinderzeichnungen bis zu Architekten, die recht konkrete Pläne hatten. Also ich habe das mal so analog, habe ich das mal miterlebt. Und ich denke, die große Chance ist, wenn man so ein Tool verwendet, dass man es schon vorab ein wenig formalisiert hat. Oder kennt ihr diese Bürgerbefragungs- oder Partizipationsprozesse? Kennt ihr die auch analog? Oder? Ja. Ja, also auf jeden Fall. Also es ist. Wir haben auch zum Beispiel ein Modul zu Spielen in Stadtentwicklungsprozessen angefangen oder sind auch an diesem Thema dran. Also eben, wie gesagt, das ist so wie der Offline-Teil ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, also auch wenn es darum geht, Räume zu erfahren oder Alternativen für Räume zu entwickeln, dann muss man ja auch überhaupt erstmal ein Gespür für diese Räume entwickeln zum Beispiel. Oder auch die Vernetzung, die geht natürlich am besten vor Ort, also wenn sich die Menschen physisch sehen und damit stärkt sich auch wie quasi die Vermittlung auf beide Seiten, also sowohl die Vermittlung von den komplexen Planungsprozessen für die Bevölkerung als auch für die Bedürfnisse und Ideen und der Bevölkerung an die PlanerInnen. Ich denke eben, die Chance in so Online-Plattformen in diesem Bereich liegt gerade da drin, dass man trotzdem noch mehr Leute einbeziehen kann. Also es ist ja auch sehr doch voraussetzungsreich, dass man die Zeit hat, sich dann überhaupt vor Ort hinbegeben zu können. Und wenn man eben auch also ergänzend dazu noch die Chance hat, online irgendwas seine Meinung kundzutun, dann ist das einfach sehr wertvoll, gerade für die Leute, die weniger Ressourcen haben. Oder halt, es entstehen auch, also wir waren auch recht überrascht, wie viele Kommentare und Diskussionen, dass sich auch zu einzelnen Ideen auf der Online-Plattform dann bereits ergeben haben zwischen Leuten, die sich nicht unbedingt schon gesehen haben. So. Ich sehe da eine Frage im Chat von Chantal. Guten Abend. Funktioniert die Abstimmung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen über den üblichen Mehrheitsentscheid oder sind andere Abstimmungsformen denkbar?
zum Beispiel Vermeidung von Ausschluss der Minderheit, die in der Mehrheitsabstimmung verliert. Ich denke, da könntest du etwas dazu sagen, Antonia, oder? Das war ja eigentlich der Gedanke, ob dann gerade hier mit der, wo es eigentlich um ehrenamtliche Projekte geht, ob da eigentlich der Abstimmung oder dieses Wettbewerbsverfahren überhaupt das richtige Format ist. Genau, und da habe ich eben selber noch keine Antwort drauf, aber die würde mich sehr interessieren. Also falls jemand noch irgendwie einen Input dazu hat. Also ich habe einfach gemerkt, dass es doch für einige recht, also die Erarbeitung eines solchen Projektes war dann doch, also es hat dann doch einiges an Zeit gekostet, einiges an Aufwand. Und für gewisse Leute war es ein bisschen weniger wichtig, ob sie jetzt tatsächlich gewinnen. Und für andere Projekte war es aber sehr, sehr much entscheidend. Und da habe ich dann wie so irgendwann gemerkt, dass es nicht unbedingt das ist, was man mit einem solchen Projekt will. Also dass man dieses Ehrenamt, was die Leute ja fast alle haben, das ohne Lohnzahlung ihre Projekte eingereicht. Und dass man das ja eigentlich nicht fördern will, dass sogar das Ehrenamt auch noch irgendwie im Wettbewerb bemessen wird sozusagen. Aber es ist eben noch sehr schwierig, sich was anderes vorzustellen. Also ob das irgendwie außerhalb von Corona-Zeiten auch möglich gewesen wäre, dass man nochmal alle Ideengeberinnen an einen runden Tisch gebracht hätte und geschaut, ob sie irgendwie untereinander das ausdiskutieren können oder so. Wenn hierzu jemand noch eine Idee hat, spontan, dann sehr gerne sagen. Noch eine Frage. Spielt es überhaupt eine Rolle, wird geprüft, ob ein Partizipant in der realen Welt zum zu planenden Bereich gehört? Also ob, ich verstehe es, im Beispiel von Wipking zum Beispiel, ob eine teilnehmende Person auch zu Wipkingen gehört, verstehe ich das jetzt so? Bei uns, in unserem Fall, wollten wir das wirklich so offen wie möglich lassen. Deswegen haben wir das bewusst nicht geprüft. Wir haben allerdings nur Werbung in Wipkingen selbst gemacht, also in dem Sinne nicht weitere Bubbles aktiviert oder so. Uns war aber auch sehr wichtig, dass wir eben nicht nur Leute ansprechen, die in Wipkingen wohnen, sondern auch Leute, die zum Beispiel ihre Freizeit oder in Wipkingen verbringen oder die beruflich in Wipkingen immer wieder Zeit verbringen. Und das wäre extrem schwierig zu testen, also zu prüfen gewesen. Und deswegen haben wir es einfach mal gesagt, schauen wir mal, wenn wir das ganz offen lassen, ob es dann quasi schlimm herauskommt. Und wir haben jetzt gemerkt, in unserem Test ist es sehr gut herausgekommen. Also, Man kann halt mit 40.000 Franken jetzt bei uns kann man auch nicht sehr viel kaputt machen. Also es gab natürlich durchaus die Chance, dass dann irgendwie ein anderes Quartier mobilisiert hätte und eine Idee dann eingereicht hätte, so als Worst-Case-Szenario, die den Wipkingerinnen gar nicht gefallen hätte. Aber das wäre eigentlich noch schwierig gewesen. Aber aus technischer Sicht bietet die Plattform ganz viele Möglichkeiten, wie die Personen eigentlich überprüft werden könnten. Also es gibt Schnittstellen, wo man zum Beispiel im Bevölkerungsregister gleich einbinden könnte. Wir sind da jeweils immer ein bisschen skeptisch, weil wenn man dann offizielle Register eigentlich einschließt oder anknüpft, dann schließt man auch gleichzeitig wieder Menschengruppen aus, die vielleicht auch etwas zu sagen hätten. Und wir verstehen aber auch gleichzeitig, dass wenn es dann bei den Städten zum Einsatz kommt, dass dann da halt eine Art offizieller Nachweis oder so erbracht werden muss, weil dann sonst halt die ganze Diskussion mit Steuergeldern und wer bezahlt das eigentlich und so wieder aufflammen würde. Ja genau, zum Beispiel ein Atomendlager. Wäre noch schwierig gewesen mit 40.000 Franken. Es muss, ihr habt es ja eigentlich gesagt, es muss ja nicht zwingend an einen Ort gebunden sein. Wenn ich habe einen Wohnort und ich habe einen Arbeitsort und wenn ich jetzt in Wipkingen arbeiten würde, ja, dann möchte ich ja auch vielleicht ein schönes Wipkingen haben während meiner Zeit, die ich dort verbringe. Also
Das kann man ja so generell auch nicht ausschließen. Da wäre das Einwohnerregister sicher der falsche Weg, meiner Meinung nach. Wir haben auch tatsächlich von einigen Leuten gehört, die wie gesagt haben, nein, ich habe extra nicht abgestimmt, weil ich habe ja nichts mit Wittking zu tun. Und was hätte ich da sagen sollen? Also es gab tatsächlich irgendwie Leute, die davon irgendwie mitbekommen haben, aber das ist dann so wie im Selbstermessen auch lag, ob man dazu eine Meinung hat oder halt nicht. So. Danke, Chantal, noch für das Stichwort. Ich habe es mir notiert. Systemisches Konsensieren. Danke dir. Wollen wir noch ganz kurz ins Miroboard schauen, ob da noch weitere Inputs zusammengekommen sind? Noch ein bisschen leer. Ganz viele Leute drauf, aber noch nicht keine Inputs in dem Sinne. Aber habt ihr vielleicht so aus eurem Hintergrund, was auch immer der sein mag, habt ihr eine spontane Idee, wofür ihr selber eine solche Plattform brauchen könntet? Vielleicht seid ihr irgendwie in einem Verein engagiert oder ihr habt ein Budget oder Zeit oder einen Raum quasi miteinander zu teilen oder irgend. Ja, tatsächlich. Hört ihr mich? Ja. Ja, sehr vergleichbar eigentlich mit eurem Erstprojekt. Ich arbeite in der Quartierarbeit der Stadt Luzern und dort geht es auch darum, die Bevölkerung einzubeziehen in die partizipative Stadtentwicklung, aber auch sonstige Themen. Was für mich wirklich noch die Schwierigkeit ist an diesen digitalen Lösungen, ist die Partizipationsmöglichkeiten von Kindern oder Menschen, die sich in der digitalen Welt nicht gut auskennen und eben wo es wie eben den analogen Teil dazu braucht oder wo man sich eben auch müsste überlegen, wie könnte so eine digitale Plattform einfach gestaltet werden für Kinder zum Beispiel. Ja. Mhm. Wir haben auch bewusst mit Jugendlichen zusammengearbeitet und was wir so daraus gelernt haben, ist wie, das für sie war es nicht unbedingt die Plattform das Problem, sondern überhaupt der Umgang mit einem solchen komplexen Prozess. Also ich habe dann wie so gemerkt, ist eigentlich egal, ob wir das analog oder online machen, wir hätten sowieso diese Workshops, diese vertieften und so das Dranbleiben. Wir haben in der OJA offenen Jugendarbeit zusammengearbeitet zum Beispiel, was sehr wertvoll war. Also das ist eigentlich unabhängig, ob es jetzt online oder analog ist. Ja, wenn es jetzt, aber ja, Kinder, also die Jüngsten waren vielleicht so etwa 12 Jahre, vielleicht 12, 13. Ja, also dort fehlt einfach oft auch noch die politische Bildung, wo ich aber eben auch gerade die digitalen neuen Formen sehr als gute Ressource sehe, dass auch ja neue, also eben zum Beispiel Jugendliche, die sich eher weniger engagieren, dass sie wieder einen Zugang finden. Aber bevor sie mitmachen können, brauchen sie halt die Information und die Bildung dazu. Ja. Mhm. Aber da seid ja im Prinzip ihr irgendwo genau die Schnittstelle, also dass man im Prinzip die analog die Informationen oder die Wünsche abgreift und es braucht wie eine Übersetzerfunktion dazwischen, um die analogen Wünsche in dieses System reinzukippen, weil die Vorteile des Systems, die sehe ich ein, aber man will ja möglichst alle irgendwie am Tisch haben und ja, das ist dann halt mit Zusatzaufwand verbunden, aber lohnt sich am Ende sicher, wenn der 8-9-Jährige dann seinen Vorschlag auf der Plattform hat, ohne jetzt, ich sag mal, politisches Wissen zu haben. Das Gefühl der Mitbestimmung ist ja trotzdem da. Und es ist, ja. Das haben tatsächlich zwei von diesen 8 Projekten kommen von Jugendlichen, also die jetzt in Wittkingen ausgewählt wurden. Das
hat uns sehr gefreut. Ja. Ich komme aus der Gemeinde, ja, aus dem Gemeindeumfeld, und ich denke, das Potenzial ist sehr groß. Es gibt jetzt immer mehr Mitwirkungsverfahren, wo wahrscheinlich genau eine solche Plattform Sinn machen würde. Ich denke, zur Diskussion vorher ist wichtig, dass man wahrscheinlich unterscheidet zwischen Ideen eingeben, diskutieren, wo ich die Arbeiter in der Gemeinde gerne mit einbeziehen würde. Aber das Abstimmen müsste man wie separat anschauen, wo dann wahrscheinlich die Steuerzahler keine Freude haben, wenn die Arbeiterbevölkerung, die das dann nicht bezahlen muss, mit abstimmt. Aber ich denke, der wichtige Teil ist die Beteiligung, dass Ideen eingebracht werden können. Und wenn man es vergleicht mit heute, dann gibt es eine Infoveranstaltung. Wer am Mittwochabend um 19 Uhr keine Zeit hat, der kann sich nicht einbringen. Also es verbessert sich mit so einer Plattform auf jeden Fall. Und ich denke, wir haben uns alle jetzt in der Corona-Zeit mit unseren Großeltern über Zoom und Facebook und unterhalten. Ich hätte da nicht mal große Angst, dass die ältere Generation da benachteiligt wäre. Ja, und was auch noch dazu kommt, ist, dass dann, das war bei uns in der Kategorisierungsphase so, dass wir halt, also die Rückmeldungen der Stadt, die gingen ja dann nicht nur an die Ideengeberinnen selbst, sondern die sind halt auch öffentlich einsehbar, und das daraus eigentlich ein Lerneffekt, der auch auf der Plattform bleibt, entstehen soll, dass man auch sieht, wieso halt gewisse Dinge nicht gehen und oder wieso sie nicht in dieser Form gehen. Und das ist ein wichtiger Effekt, der sonst teilweise auch verloren geht. Auch wenn man jetzt Offline-Workshops anschauen wird, dann nimmt man ja meistens einfach eine kondensierte Fassung daraus dann weiter. Und dort wird eigentlich auf all die Punkte, die nicht funktionieren, wird eigentlich nicht eingegangen und es wird eigentlich auch nicht kommuniziert. Und da sehe ich auch ein großes Potenzial eigentlich. Kam noch die Frage nach, was passiert mit den gespeicherten Daten? Grundsätzlich ist es so, dass möglichst wenig Daten generell gespeichert werden. Also man kann sich auch Nutzerdaten sowieso, man kann sich eigentlich anonym anmelden. Das Einzige, was benötigt wird dort, ist eine E-Mail-Adresse. Telefonnummer speichern wir nicht. Senden wir ein SMS raus und das wird dann wieder gelöscht. Und alle Daten, die eigentlich sonst erhoben werden, die können auch von jedermann, Frau, Mensch heruntergeladen werden. Die sind das Open Source oder Creative Commons. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, wo der Unterschied in der Lizenzierung liegt. Aber sie sind frei verfügbar. Ja, dann kam noch eine gute Frage. Wie könnte man auch Menschen mit limitierten Deutschkenntnissen mit einbeziehen? Ich glaube, das ist ein Problem oder auch ein Learning, das wir aus der Quartieridee mitnehmen konnten. Einerseits möchte man ja mit solchen Plattformen eigentlich immer alle ansprechen, und andererseits ist es extrem schwierig, alle anzusprechen. Wikingen war es wahrscheinlich noch einfach, Leute anzusprechen, aber sobald man dann in andere Quartiere gehen würde, da wird es schwieriger, und dort steigt dann auch sowohl bei der Offline- als auch bei der Online-Partizipation, dort steigt der Aufwand dann immens. Und das ist dann wirklich Knochenarbeit, Menschen mit limitierten Deutschkenntnissen dann mit einzubinden. Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen, dass man vielleicht auch einen einfacheren Umgang findet, also dass man sehr interaktiv vielleicht Videos auf verschiedenen Sprachen kommuniziert. Und so dann eigentlich die Zugänglichkeit zur Plattform irgendwie erhöhen kann. Aber es ist, das ist sehr, sehr schwierig eigentlich. Wie siehst du das, Antonia? Ja, es ist natürlich eine Frage, die nicht nur jetzt die Plattformen im Spezifischen betreffen, sondern überhaupt Partizipation. Ich denke,
Wir müssen auf jeden Fall da noch viel, viel weiter gehen. Wir haben die Seite jetzt auf Deutsch und Englisch betrieben, weil wir einfach wirklich nicht mehr Kapazitäten hatten. Ich denke, etwas, was wichtig ist, ist wie einerseits diese Communities irgendwie direkt ansprechen zu können, dass eine gewisse Übersetzungsarbeit auch innerhalb der Communities passieren kann. Und langfristig, denke ich, könnte man auch diese Übersetzungsfrage auch gerade zu einem partizipativen Moment machen, indem dass man, also diese Übersetzungen, die sind ja in dem Sinne auch ebenso frei wie die Software selber, und vielleicht wäre es ein Versuch wert, mal, wenn die Plattform ein bisschen konkreter geworden ist oder auch die Benutzbarkeit ein bisschen klar geworden ist oder die Plattform ein bisschen gefestigt ist, sagen wir so, dass wir mal gezielt ein Übersetzungsprojekt machen und halt ein paar Sprachen rausschauen und halt mit Leuten zusammen uns an diese Übersetzung machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gut, dann kam noch die Frage, dass die Daten eigentlich relativ unstrukturiert eingegeben werden oder die Ideen relativ unstrukturiert eingegeben werden, wie viel Arbeit dann darin besteht, dass diese Ideen eigentlich verstanden und eingeordnet werden müssen. Das kann natürlich vorgängig auch eingeschränkt werden. Weil es bei uns jetzt wirklich ein Pilotprozess war, ging es wirklich darum, eigentlich möglichst offen diesen Prozess mal zu gestalten und mal auch zu schauen, was kommt dann überhaupt zurück. Und da waren wirklich eigentlich die Grundbedingungen nur, es muss einen Mehrwert haben, Mehrwert bringen für Wipkingen, einen gemeinnützigen Charakter haben, um mal zu schauen, eben, was sind die Inputs. Und dann ist natürlich auch, spielt es eine große Rolle, was man dann für Ideen bereits auf der Plattform vorgibt oder so als Template-Ideen gibt, wenn man dann sofort einen Rahmen absteckt und muss da irgendwie schauen, dass man ein bisschen ausbalanciert ist. Und in dem Sinn ist dann aber auch die Kategorisierung sehr viel größer geworden. Also es war eigentlich sehr viel Aufwand und die Stadt musste auch sehr viele Ämter mit einbeziehen, weil halt das Spektrum so breit war. Ich glaube, das können wir jetzt aber auch sagen, dass im nächsten Sommer wird ein weiteres partizipatives Budget durchgeführt und dort wird ein stadtweit durchgeführt und dort gibt es dann aber einen klaren Fokus auf Klimaideen, sodass man eigentlich vorgängig bereits ein bisschen einen Fokus hat. Und ich denke, für die ProzessumsetzerInnen unter euch ist wie wichtig, wenn die Ideen am Anfang sehr frei angegeben werden, der Unterstützungsaufwand am Anfang recht klein, aber dafür dann in der Projektierungsphase. Und wenn am Anfang quasi die Hürden hochgeschalten werden und gesagt wird, hey, ihr müsst für die Ideen schon irgendwie ein Budget und ein Konzept oder weiß ich was abliefern, dann muss man einfach am Anfang diese Unterstützungsleistung umso mehr bereitstellen. Also das ist so unsere Meinung, dass damit man wirklich halt die Hürden abbaut, weil es ist nicht selbstverständlich von Leuten zu erwarten, dass sie wissen, wie viel etwas kostet oder dass sie abschätzen können, irgendwie was der kommunikative Aufwand ist, was ein Betrieb bedeutet, aber wo man eigentlich meistens mit relativ kleinen Unterstützungen bereits schon sehr, sehr weit kommen kann mit den Leuten. Wir haben gleich noch eine Frage zu den Zwischenschritten auf dem Weg zur Einordnung auf der Plattform. Ob die gespeichert werden. Das sind, also wenn ich es richtig verstehe, werden das eigentlich unsere Überlegungen zur Bearbeitung. Also es gibt zwei Sachen. Einerseits sind die Ideen, die eingegeben wurden, die bleiben als Ideen bestehen und dann jede Weiterentwicklung der Idee kommt als neues Element. Also eben, Antonio hat gesagt, dass die Ideen, die dann ins Voting kommen, das sind dann Projekte, die werden separat gelistet und man sieht immer, auf welchen Ideen eigentlich aufbauen, sodass man eigentlich immer nachvollziehen kann, was der Schritt ist. Also von der Idee zum Projekt und dann vielleicht auch später noch zur Umsetzung, dass man jeden Stepping Stone sozusagen sehen kann. Und das andere ist bei uns, also die internen Überlegungen, die haben wir jetzt
nicht publiziert, aber wir haben halt zu jeder Idee eine ausführliche Erklärung dann hinzugefügt. Also es kommt ein bisschen auf die Idee drauf an. Manchmal war es halt dann relativ kurz und knapp, dass das im Zuständigkeitsbereich des Kantons liegt und wir deshalb im Rahmen dieses Projekts nichts machen können. Aber dort haben wir bereits versucht, ich denke, das können wir das nächste Mal aber auch noch besser machen, klar zu kommunizieren, was mit der Idee passiert. Auch wenn es dann eine Antwort gab von einem spezifischen Amt, die interessierten Personen oder die Ideengeberinnen dann auch weiter zu verknüpfen zu den Menschen direkt in diesem Amt, um halt dort sicherzustellen, dass die Idee dann vielleicht auch auf einem anderen Weg dann tatsächlich umgesetzt werden könnte. Kam noch eine Frage zum Forum E-Partizipation, ob es schon finanzierungs- und technische Partner gibt, die eben günstig oder gratis eine solche Dezidim-Instanz zur Verfügung stellen können. Also das FEPS, das gibt es noch wirklich gar nicht so lange. Und es ist so aus der Zusammenarbeit mit einigen konkret interessierten Gemeinden entstanden und Kantonen. Deswegen war unser Fokus momentan so ein bisschen auf dieser Linie und eben diese AnwenderInnen, die werden jetzt natürlich diese Plattform erstmal auch für ihre Zwecke noch weiterentwickeln, was dann wiederum für die ganze Dezidim-Community zur Verfügung widerstehen wird. Also wir schauen mal, was dort noch so alles passiert. Und genau, und das Aufgleisen dieser Instanzen für die Zivilgesellschaft, die sind wir erst jetzt langsam dran am Aufgleisen. Von dem her ist da noch nicht fix und das ist noch eine spannende Reise, wie das alles irgendwie machbar ist. Oder gibt es schon News, Lars? Nein, es gibt keine News, aber wir haben natürlich auch, die Städte sind halt hauptsächlich darin interessiert, das Gefäß als Koordinationsinstrument zu nutzen und als Austauschinstrument, sind noch nicht so sehr, also über den Mitgliederbeitrag jetzt zum Beispiel, sind jetzt noch nicht sehr daran interessiert, dann die Zugänglichkeit für andere Akteure, die nicht in ihrer Stadt sind, zum Beispiel zu schaffen. Ich weiß, in Luzern geht das so ein bisschen in die Richtung, oder? Da werden auch Quartierakteure dann mit einbezogen. Aber wir sind natürlich auch auf der Suche und im Gespräch mit verschiedenen Stiftungen und so. Und da ist eigentlich Interesse durchaus vorhanden, das zu finanzieren. Ob es dann klappt, werden wir sehen. Wollen wir zum Abschluss mal noch sehen, was in Miro passiert ist? Wir müssen langsam in die Schlusskurve einbiegen. Genau, das ist also eine Chance, ist eben die zeitunabhängige Partizipation im Gegensatz zur Veranstaltung, das haben wir schon besprochen. Und Vielfalt in der Beteiligung, nicht nur Partizipationseliten, genau, also dass man sich noch eine diversere Bevölkerung einbeziehen kann. Das Wort nehme ich mit, ich mag das Wort, Partizipationseliten. Und als Gefahr wird hier das E-Voting genannt. Dabei ich glaube, fertig. Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Genau, mit dem E-Voting, das ist eine Grundsatzdiskussion, die in der Schweiz bereits sehr intensiv ausgetragen wird. Und da sind auch sehr viele verschiedene Fronten noch offen. Ich glaube, wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass wir mit dieser Plattform eine E-Voting-Plattform zur Verfügung stellen, die einen sehr offiziellen Charakter hat. Wir sehen das ganz klar als eigentlich ein informelles Partizipationsinstrument. Es kann dann sein, wenn vielleicht auch mehr Vernehmlassungsfunktionen genutzt werden, dass es dann doch einen formelleren Charakter kriegt. Aber gleich mit dem das E-Voting, ja, das sehe ich auch als Gefahr und da müssten wahrscheinlich noch etliche Vorkehrungen getroffen werden, dass die Plattform überhaupt richtig dazu verwendet werden kann. Genau, und einfache Bedienung, das stimmt. Die Usability, die muss irgendwie funktionieren. Das ist bei einem solchen Projekt ganz wichtig. Und
die politische Bildung gehört eben auch dazu. Also dass die, ein Tool alleine das noch nicht löst, sondern halt eben auch genau die Bildung und die Vernetzung auch sonst halt dazugehören muss. Ja, also ich würde sagen, wenn wir auf die Uhr schauen müssen, einmal vielen Dank an eure Inputs. Genau, Lars beantwortet da noch die letzten Fragen im Chat. Und wenn ihr einmal irgendwie in eurem Weg nochmal an diese Plattform denkt oder irgendwie eine konkrete Umsetzung vor Augen hättet oder so, dann meldet euch doch einfach sehr gerne bei uns und dann können wir das weiter abklären, was die Möglichkeiten sind. Genau, schaut euch auch nochmal auf der Quartier-Idee-Website um und klickt euch ein bisschen durch, dann seht ihr so, bekommt ihr ein Feeling für diese Plattform. Ja, und dann hoffen wir irgendwie bald wieder von euch zu hören. Ja, herzlichen Dank für euren Input und ja, dass ihr uns dieses Projekt vorgestellt habt. Das ist der letzte, ich sage mal, inhaltliche Teil vom Winterkongress gewesen. Der Winterkongress neigt sich langsam dem Ende. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist, es gibt ein paar Stockwerke oberhalb von mir, wird Live-Musik produziert. Gestern Nacht war bis 12:30 Uhr geplant und schlussendlich haben die Bässe um 3 Uhr noch gewummert. Also wenn ihr den Winterkongress zu Hause ausklingen lassen wollt, dann könnt ihr ja mal noch in diesen Livestream mit live produzierter Musik reinhören. Vielen Dank und macht's gut. Bis nächstes Jahr. Danke euch. Tschüss miteinander. Ciao. Danke.